Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen jetzt nochmal zu einem Unboxing von der lieben Brenny. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Brenny's Häkelhaus auf Instagram und auch auf YouTube. Oder Brenny's Häkelhexe. Ja, ich muss das Unboxing jetzt nochmal drehen, weil mein Mann die Kamera falsch hingestellt hat und ich erst dann zu spät gesehen habe, dass man gar nichts darauf sieht. Das heißt, meine schönen Ausraster sind auch nicht drauf. Ja, jetzt zeige ich es euch nochmal. Es ist jetzt halt schon ausgepackt. Ich denke, manche haben es jetzt schon gesehen, aber jetzt machen wir es halt nochmal. Das eine haben wir jetzt schon ausgepackt. Das raschelt dann nicht mehr. Das ist einmal ein Poppet-Reihenzähler. Da kann man, wenn man was strickt oder häkelt, die reinzählen und es dann reinploppen. Wie als ob sie es wusste, liebe ich Sachen, die man reindrücken kann. So aus Silikon. Also ich finde die Sachen ja mega witzig. Ja. Finde ich eine coole Sache. Das ist auch ein gutes Anti-Stress-Ding. Ja. Und vorhin habe ich gar nicht gesehen, dass da die Zahlen drauf sind. Die sehe ich nur beim genauen Hingucken. Ist auf jeden Fall eine coole Idee für einen Reihenzähler. Dann, ich werde jetzt die Sachen einfach mal dahin legen. Haben wir einmal Chocolate Cream Cookies von Rewe. Genau mein Ding hier. Popcorn, süß. Ja, Popcorn geht auch immer. Ich liebe Popcorn. Gibt einfach nichts Geileres. Vor allem riecht es ja immer so gut im Kino und so. Und ich sag euch, Nervennahrung kann ich momentan gut gebrauchen, weil ich momentan Schmerzen habe wie ein Tier. Ja. Dann haben wir ein lila Einhorn. Mega süß. Upsi. Das wird auch mit in die Reha kommen. Ja. Hier haben wir eine Karte. Und die habe ich auch schon gelesen. Und dazu sage ich nochmal vielen, vielen Dank, meine Liebe, für die lieben Worte. Und die Karte hast du echt schön gemacht. Auch hier mit diesen Aufklebern drauf. Mega hübsch, auch mit den Schmetterlingen und mit den, was ist denn das hier? Ach, das sind Frauen, okay, oder halt so, ja. Ja, Schmetterlingen und hier Enjoy. Also das kann ich jetzt nicht so gut lesen, aber hier seht ihr es nochmal. Was da drin steht, ist an mich gerichtet, das zeige ich euch nicht. So, dann haben wir, ich greife jetzt einfach mal rein. Ich sage euch ja, ich bin ja heute Mittag richtig ausgeflippt, im positiven Sinne, als es ankam. Zweimal Tee, einmal 6 Kräuter. Ich trinke total gern Kräutertee oder auch so Fencheltee und sowas. Das habe ich im Krankenhaus immer getrunken. Und dann, was ist das? Elderberry and Echinacea. Das sind die Poka-Tees, die sind auch echt gut. Dann Crunchips Burrito Style. Da bin ich echt mal gespannt, wie die schmecken. Ich esse voll gern, also ich esse schon gerne Chips, aber ich esse am liebsten sowas, so diese außergewöhnlichen Barbecue-Style, Oriental-Style. Ja, da ist es genau auf den Punkt getroffen. Dann haben wir eine, das spiegelt jetzt wahrscheinlich ein bisschen wegen meinem Licht, eine Sheet, also so eine Gesichtsmaske. Kann man auch immer brauchen. Passend dazu, das passt gerade auch gerade, weil ich Augenringe habe wie der Tod. Diese iPad, also diese Dinger für die Augen, also gegen Augenringe und so. Ja. Dann Glücksgefühle von Katja. Yes, 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 yes.
Ja, die Katja-Sachen esse ich auch gern. Vor allem, die sind nicht so, die sind so angenehm süß und nicht so krass süß, obwohl ich krass süße Sachen ja auch mag. Aber das ist angenehm. Dann ein Raumspray Meditation und Entspannung mit Patchouli. Das eine kann ich jetzt gar nicht so gut lesen. Zitrone und Orange. Genau meine Duftwahl. Ich liebe Zitronenduft und Orangenduft. Also ich habe auch so Orangen, also so ein ätherisches Öl. Und Patchouli mag ich auch voll gerne. Das mögen ja, das ist ja immer so eine Sache, ob man das mag oder nicht. Aber ich finde, das hat so einen angenehmen, herben Duft. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Organza-Säckchen, was ich euch, wenn ihr es schon gesehen habt, auch noch zeigen kann. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf, weil das ist sehr eng zugebunden, damit auch nichts rausfliegt. Ja. Knoten und ich. Der Knoten ist mein Endgegner. Wartet mal. Ich glaube, ich habe es. Muss ich ganz kurz. Ja, ich hab's. Also, das ist das Säckchen. Und da schauen wir jetzt mal zusammen rein. So. Einmal ist ein Teelichtle drin. So ein Duft, so eine Duftkerze. Dann sind verschiedene, ich hole jetzt mal einen raus, verschiedene Knöpfe drin. Ein Einhornmaßband. Geiler Shit, ey. Und es fühlt sich auch total witzig an. So weich irgendwie. Mega cool. Dann ist da noch ein. Das ist so ein Aufnäher, oder? Jetzt muss man ganz kurz gucken, was da drauf steht, sofern ich es lesen kann. Handmade with. Was? Handmade with. Ach, süß. Also, was ist mal so ein Aufnäher? Oder so ein Label? Das sind ja noch mehr Einhörner drin. Ach, süß. Ja, die gleichen habe ich auch. Aber man kann nie genug Einhörner haben. Und ein, muss ich nur gucken, und ein Sternchen. Maschenmarkierer. Habt ihr auch so viele Maschenmarkierer? Sammelt ihr die auch? Erzählt mal. Man kann ja nie genug Maschenmarkierer haben. Das hier finde ich ja auch mega cool in rosa. Müsste nur mal gucken, wie man die am besten hinnäht. Aber mit Nähen, ja, habe ich es nicht immer so. Aber das dürfte man auch hinbekommen. Ach, süß. Ja, und so Knöpfe sind da drin. Die hätte ich für mein 3-in-1 gut brauchen können. Aber gut, da habe ich jetzt schon welche. So, jetzt hebe ich euch das mal in die Kamera. Ach, ups, der ist falsch rum. So. Hier diese Knöpfe, Maschenmarkierer und nochmal Knöpfe. Ich glaube, Handmade with Love steht da drauf. Voll süß. Auf jeden Fall mega. Mega. Ich habe nämlich heute Mittag das Säckchen nicht aufbekommen. Voll peinlich. Ja, jetzt habe ich es hinbekommen. Ihr wisst ja, meine Feinmotorik ist nicht die beste. Das feiere ich extrem hier, das Einhorn. Ich feiere alles mit Einhörner. Einhorn und Rosa, das ist voll mein Ding. Hier in diesem süßen Säckchen. Ja, dann. Ich zeige euch die Highlights am Schluss. Heben wir uns das Beste zum Schluss auf. Würde ich sagen. Dann ist noch ein Tee drin. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für einer ist. Aber lassen wir uns überraschen. Ich schätze mal, das ist ein Kräuter. Wobei, das steht doch drauf, oder?
Also gut, ich erkenne es jetzt nicht wirklich. Ah ne, doch, Rooibos Sahne Karamell. Ja, den trinke ich auch gern. Das ist einer meiner Lieblingstees sogar. Ja, mega, mega. Dann habe ich eine richtig coole Tasse bekommen. Die habe ich jetzt auch schon ausgepackt, aber ich zeige sie euch trotzdem. Little Cup of Magic. Jetzt denkt ihr, okay, ist doch voll die olle Tasse. Aber jetzt schaut mal da rein. Da ist ein Einhorn. Oh mein Gott, ich finde das so mega. Ich feiere diese Tasse. Ich finde die so cool. So. Dann ist noch was Selbstgehäkeltes drin. Auch wenn man selber handarbeitet, freut man sich doch auch über selbstgehäkelte Sachen. Oder über selbstgemachtes, selbstgehäkelt, gestrickt, ist ja egal. Ja, und das ist was, was ich auch schon immer haben wollte. Und zwar sind das diese Sorgenwürmchen. Einmal in Pink. Oh, schaut euch mal das süße Gesichtchen an. Aha! Und einmal so in dem Pastell Regenbogen. Richtig süß. Die kommen auch bei mir mit in die Reha. Vielen, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Es freut mich wirklich sehr. Und das hat mir halt auch echt mein Tag. Da hat mein Tag echt super angestartet heute. Also, mega, wirklich. Freut mich riesig. Und jetzt kommt das, wo ich heute auch schon sehr, sehr euphorisch war. Ich werde es jetzt nur ein bisschen zusammenlegen, weil das relativ groß ist. Also es ist flauschig. Es ist pastellfarben. Und es sind Einhörner drauf. Und zwar einmal diese tolle Kuscheldecke. Oh mein Gott. Hier, schaut euch das mal an. Und die ist so weich. Oh, so flauschig. Ich liebe Kuscheldecken. Wie als ob du gewusst hast, was ich mag. Und manchmal kennt einen die Menschen, die einen noch nicht persönlich getroffen haben, besser als das eigene Umfeld, was einen jahrelang kennt. Verrückt auf jeden Fall. Aber ich denke, das hat einfach auch was damit zu tun, dass es sehr liebe Menschen gibt, die sich da im Gedanken machen. So wie auch die liebe Brenny und ja, ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank nochmal für das liebe, liebe Paket. Ich versuche jetzt hier mal so ein Herzchen zu machen. Also, ich denke, man erkennt's. Oder sonst einfach hier. Und ja, ich werde damit viel Freude haben. Und ja, vielen Dank für die schönen Säckle. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!